So, Leute, willkommen zurück zu Elastut und in dem Spiel, wo wir noch Nebenquests machen, weil das Skyrim-Dings noch nicht raus ist. Wir gehen langsam die Nebenquests raus. Wir sind in Glenumbra und versuchen gerade irgendein Zombie-Dorf von irgendwelchen Kultisten zu befreien. Sind das da vorne Zombies? Natürlich sind das Zombies. Das ist halt irgendwie, das ist, weiß ich, das ist halt schon eigentlich schon schwierig, so ein Dorf zu befreien. Also, das zu retten, was das zu retten ist von den Leuten, die hier noch geopfert werden. Weil ich meine, wie viele von den Nachbarn sind noch übrig, wenn du hier aus dem Dorf kommst? Warum redet der Supermann da nicht so? Also als Kultist musst du übrigens so ziemlich kaputt sein. Und ach, das haben wir ja gesehen. Weil ich meine, wenn die hier so Leute, das ist ja eine Sache, die Leute zu opfern, aber die gleich wieder zu erwecken. Von Menschen mehr. Von Hannebär. Ich habe das Buch nur aufgenommen, damit ich es nicht mehr hab. Da auf dem Boden. Und um meinen Almanach nachzuvervollständigen. Von noch ein Buch komme ich in die Hütte da tatsächlich rein. Aber wir sind quasi auf Bücherquest. Und wir sollen irgendwie vermeiden, besetztes Haus. Das besetzte Haus ist übrigens leer. Cool. Die Elfenbeinküste Band 2. Ich habe leider Band 1 nicht. Das Geräusch klappernder Rüstung und sich nähernder Schritte hallte durch die dunklen Straßen. Den Marschierenden war es offenbar egal, ob man sie hörte oder nicht. Es klang so, als ob sie mehr Krach als nötig machen wollten. Eric Delane schloss seine Augen und lauschte. Er versuchte zu zählen, wie viele gepanzerte Stiefel auf sie zuliefen. Nicht, dass Zahlen wichtig gewesen wären. Ob es 2 Alessianer waren oder 10. Eric wusste, wie es enden würde. Jemand würde mir eine Klinge direkt in den Kopf stechen, dachte er. So, genug gelesen. Heute nicht meine Literatur. Wir sind übrigens in Adlersbach. Das ist doch ein Name. Adlersbach. Oder kann ich den Attentätern? Hey, ich habe Luft abgestochen. Ich hält. Ein Kult ist weniger. Diese Wurzeln, das macht mich auch fertig. Achso, ich habe jetzt gar nicht kommentiert, dass das Richard meinte, dass ihn das. In irgendeinem Spiel hat ihn das auch gestört. Das ist Grimdorn, dass das Spiel wie die ganze Zeit so deprimierend grauend ist und alles ist. Ist halt immer schwierig, wenn es immer nur grau und neblig ist, dann brauchst du schon irgendwie so einen Cthulhu-Charakter, damit es irgendwie gut wird, ne? Also zum Beispiel dieses Dorf in Bloodborne, das, dieses Fischerdorf war nicht so deprimierend. Was benutzt Zutaten fürs Ritual? Das Merinsalans Zauberbuch. Kiste mit Kerzen? Oder wo ist denn das Zauberbuch her? Kiste mit Leichentourage? Salbenschrank. Ach ja, guck mal hier, eine Kiste mit Glashilfstein. Merinsalans Zauberbuch. Endlich hat der Zauber funktioniert. Ich war völlig auf den Holzweg, was die Leichentuchasche anbelangte. Wie sich herausstellte, wird sie überhaupt nicht benötigt. Nur damit ich es nicht vergesse. Die Formel für Merins weiße Maske lautet wie folgt. Tamlin wird diesen Zauber lieben. Ich kann es gar nicht erwarten, ihn zu zeigen. Sag zuerst meine Zauberformel den Ritualtisch auf, um den Zauber zu beginnen. Leg dann die Maskierungscreme in die Mitte des Tisches. Das Rezept dafür werde ich an anderer Stelle beschreiben, aber ich habe eine ganze Menge davon hergestellt. Zündet nun eine Kerze an und platziert sie so, dass sie den Geruch der Creme mit dem Rauch der Kerzen vermischt. Platziert abschließend den Glasedelstein, sobald der Rauch und der Geruch sich vermischt haben. Sie werden dann von der Aura erfüllt, die den Rest des Zaubers erzeugt. So, ich brauche also das Zeug. Ich brauche die Maskierungscreme. Die Leichentourage brauche ich nicht. Die Kerze brauche ich. Brauche ich die Salbe? Aber das ist ja nicht die weiße, oder? Ah doch, Maskierungscreme. Okay, ich brauche die doch. Was hier noch? Brief von Tamlin Delane. Vater, ihr werdet nicht verstehen, warum ich fortgegangen bin, aber ich möchte euch die Gründe dennoch zumindest nennen. Vielleicht lest ihr sie eines Tages noch einmal, versteht sie dann. Ich bin kein Magier. Meine Talente im Bereich der Magie sind, wie ihr selbst schon verächtlich festgestellt habt, marginal. Meine Fertigkeiten liegen anderswo und ich habe vor, sie zu nutzen. Ich werde nie das magische Wunderkind sein, das ihr euch immer erhofft habt. Aber ihr habt nie mitbekommen, wie ich auf leisen Sohlen das Haus betreten oder verlassen habe. Ebenso wenig wisst ihr wahrscheinlich, dass ich eure Bemerkungen eurer Zaubererkollegen gegenüber beim Essen belauscht habe. Ich weiß, dass ihr nun wenig von mir haltet und ich wünschte mir, ich wäre anders geboren worden. Aber das bin ich nun mal nicht und ich erspare euch die weitere Bürde meiner Gesellschaft. Ich werde Geld nach Hause schicken, einen Teil meiner Einnahmen. Es ist mir egal, ob ihr das als Beweis dafür akzeptiert, dass ich allein zurechtkomme oder es einfach nur als willkommene Ergänzung eures eigenen Einkommens betrachtet. Betrachtet es als langsame Rückzahlung für all die Jahre, die ihr die Bürde eines Sohnes tragen musstet, der eure Erwartungen nicht erfüllt. Ich liebe euch von ganzem Herzen, Vater, aber ich ertrage eure Gesellschaft nicht. Lebt wohl. Euer Sohn, Tamlin. Ich bin vielleicht in Truhe. Hey, ein Dietrich. Und noch eine Truhe. Oh, wir können einen hochelfischen Tisch herstellen. Wie praktisch. So, gut, auf zum Ritualtisch. Merin Zauber. Dieser Tisch wurde ist eine Zauberform, die das Ritual beginnt. Ich habe die doch schon gelesen. Oder muss ich hier noch. Hä? Aber ich brauche die scheiß Asche doch gar nicht. Hä, aber ich habe doch gerade das Buch gelesen. Ich weiß doch, wie man das beginnt.
Finde heraus, mal das Problem. Ja, aber ich. Hä, ich wüsste das doch schon. Hä? Sagst du das? Achso, ich muss die Zauberformel aufsagen. Dafür brauche ich die Zauberformel natürlich, die hier irgendwo rumliegt. Zauberformel? Oh. Vielleicht da. Miriens Zauberformel. Nachrichte an mich selbst. Meine vier liebsten Erinnerungen sind die neuen Wörter der Macht für den Tisch. Gültig ab der siebten Morgenröte. Die Magiergilde, meine Frau Amelie, mein Geburtsort Camelon, mein Sohn Tamien. Das sind die vier liebsten Orte. So. So, dann die Maskierung, die Kerze, die Glasedelsteine. Geschafft, der Zauber ist fertig. Was macht der hier? Ihr wirkt man Zauber? Das Maskierungsritual? Aber warum? Die Tatsache, dass hier ein Geist ist, spricht wahrscheinlich dafür, dass er nicht mehr am Leben ist, oder? Ich sollte herkommen, weil Sohn meinte, ich sollte das machen. Tamien ist hier? Ich hoffte, dass er zurückkehren würde. Dafür ist aber gerade keine Zeit. Wir müssen handeln, bevor die Blutdorn-Kultisten noch mehr Schaden anrichten. Ja, danke. Der Blutdorn hat mir meine Essenz entzogen, um seine nekromantischen Rituale damit zu betreiben. Sie nutzen die Docks, um die wiederbelebten Toten zu verschiffen. Sie haben Zombies hoch in den Norden bis nach Khad Bedraut geschickt. Und Dolchsturz ist als nächstes dran. Und was können wir da tun? Bin in eine Taschenebene des Vergessens eingedrungen. Ich glaube, ich kann die Magie einsetzen, die mir noch bleibt, um diese Ebene zum Einsturz zu bringen und das Ritual zu beenden. Aber falls ich scheitern sollte, müsst ihr die Boote des Blutdorns verbrennen. Lasst keinen weiteren Zombie das Dorf verlassen. Ja, ich halte die auf. Kein Problem. Gerettete Dorfbewohner? Achso, die hat er bestimmt reingeschleppt, oder? Ach ja, hier sind noch Dorfbewohner. Hallo, Tamien, grüß dich. Es freut mich, dass der Zauberspruch funktioniert hat. Die Dorfbewohner sollten jetzt in Sicherheit sein. Aber ich habe gehört, wie ihr mit meinem Vater gesprochen habt. Ich hoffe, ihr werdet seine dummen Pläne nicht weiterverfolgen. Es ist zu gefährlich. Naja, es ist jetzt nicht so, als hätte ich da irgendeinen Anteil dran. Also ich meine, ich greife ja in dem Sinne nicht daran ein, oder? Na gut, du glaubst das nicht, dass es klappt. Oh, es wird klappen. Aber es ist idiotisch. Wie üblich achtet mein Vater wieder einmal nur auf das große Ganze. Das machen nicht viele Leute. Und was wird er tun? Er wird sein Gefängnis einstürzen lassen. Ich bin zwar kein Experte für Taschenebenen, aber das klingt nicht sehr gesund. Er wird sich selbst töten, um das Ritual aufzuhalten. Das kann ich nicht zulassen. Ich folge ihm. Ja, das ist, den helfen wir auf jeden Fall. Wir retten Vater. Ich schulde euch etwas, Freundin. Wir werden einen Weg finden, mit den Kultisten fertig zu werden. Der Blutdorn hat ein Haus in der Mitte des Dorfes übernommen. Dort werden wir die Suche nach meinem Vater beginnen. Ich werde ein paar Dinge zusammensammeln und euch dann dort treffen. Die Quest hätte ja eigentlich irgendwie eine komplett andere Wendung nehmen können, oder? Wenn ich halt ihn nicht befreit hätte? Oder hätte ich ihn immer befreit? Ich traue mich halt immer nicht, die Nicht-Überreden-Option zu nehmen, weil das klappt ja manchmal gar nicht und dann passiert einfach nichts. Und das ist auch doof, ne? Weil an sich ist das Spiel ja relativ linear. Man kriegt die guten Lösungen nur. Orks. Man kriegt die guten Lösungen ja nur, wenn man das. Ach, das ist jetzt getarnt. Das sieht irgendwie auch sehr ungesund aus. Man kriegt die guten Lösungen nur dann, wenn man die speziellen Fähigkeiten in Dialogen benutzt. Wie zum Beispiel überreden oder einschüchtern. Auch wenn es dafür keinerlei Klischee gibt, ist ja auch ein bisschen langweilig. Es gibt ja nicht das. Ach, das ist das besetzte Haus, wo ich vorhin schon drin war, was so auffällig leer war. Wir erinnern uns. Wo ich mir dachte, ja, total geil besetzt die Bude hier. Wer bist du denn? Oh, ein ehemaliger Einwohner. Viel aushalten tun zum Glück nicht die Kultisten. Ach ja. So, und jetzt suchen wir den Keller. Wenn es so eng wie das hier ist, würde ich glaube ich eigentlich eine Leiter bevorzugen. Das ist eine große Treppe. Tritt die Taschenebene. Den Keller hatte ich vorhin leicht übersehen, glaube ich.
Das ist wirklich schwierig zu sehen, dieses Portal. Ah. Schön. Oh. Ach, ja, ganz witzig. Ja. Ach, komm, jetzt hat dieser komische Effekt aufgehört. Es ist ein bisschen düster hier, meiner Meinung nach. Wir könnten hier echt mal... Komm zu mir her. Der hält noch nichts aus, die Schatten aus Boden. Aha. Das hat ja schon einen gewissen Charme hier. Das sind irgendwelche Lavakammern. Das ist halt wirklich dunkel hier. Warte mal, ich kann doch magisch nicht zaubern. Das ist halt irgendwie nicht. Also ich sehe halt quasi nur die Umrisse von meinen Gegnern. Das sieht schon sehr, wofür gibt es bitte diese Kammer? Hey, ich habe ein Lavabecken. Genau. Die soll mich einfach nur aufhalten, Viecher, oder? Also, darin sind sie aber nicht sehr gut. Oh, Prost Vivian. Grüß dich. Nein, ihr werdet ihn nicht bekommen. Wen denn? Ich weiß nicht, von wem wir reden, aber ich nehme gerade Schaden, weil ich glaube, ich irgendwelche komischen Skampen-Kurse angreife. Drauf! Das ist ein Mensch. Du Schinder. Ich würde gerade enttäuscht feststellen, dass deine Viecher nicht gestorben sind. Na gut. Das war der Schatten von Fürst Dingsbums. Hallo, Grüße. Was habt ihr euch dabei gedacht, mir hierhin zu folgen? Die Blutdornen werden entkommen. Ja, als ob, die wissen ja noch gar nicht, dass wir hier sind. Ja, genau. Du bist außerdem viel zu kostbar für den Pakt und das generell überhaupt. Täuschsturzbündnis. Bündnis. Mein Sohn hat das gesagt? Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht schelten. Ich kann diese Ebene immer noch einstürzen lassen. Der Blutdorn mag entkommen sein, aber das nekromantische Ritual kann ich hier und jetzt aufhalten. Ich werde euch zurück zum Portal folgen. Na, danke aber auch. Macht das denn auch? Achso. Kehrt zurück nach Adlersbach. Das würde ich mir eigentlich notieren, dass der Ort hier Adlersbach heißt. Moment. Lass mich in Ruhe, ihr großen Viecher. Ich habe absolut kein Interesse, gegen euch zu kämpfen. Blub. Zumindest hast du hier keine Begleiter, die sterben können auf dem Weg. So sterbende Begleiter. Sind wir nicht tot? So. Droppen sogar was. Geht drauf jetzt. Wow. So, jetzt müsste das Portal weg sein. Ach, guck mal hier, Tamien. Ist auch da. Oh, Familienreunion. Schön. Moin. Ihr habt es geschafft. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Tja, na siehst du mal, ich bin der Experte. Wobei, ja? Blutdorn-Kultisten sind euch in das Haus gefolgt. Ich konnte sie übermannen und habe das Portal bewacht, bis ihr zurückgekommen seid. Sie sind oben. Schaut es euch selbst an. Und jetzt? Da mein Vater nun in Sicherheit ist, will ich aus Glen Umbra verschwinden. Ich bin fertig mit diesem Ort. Und ich will nicht, dass mich Dame Clarike wieder in Ketten legt. Ihr solltet mit ihr sprechen. Ich brauche etwas Zeit mit meinem Vater. So. Na gut, das hat ja noch irgendwelche Kommentare zum Thema? Danke, dass ihr mich befreit habt. So hätte ich mich nicht entschieden, aber ich freue mich, dass ich meinen Sohn noch einmal sehen darf. Ich werde alles tun, um das in Ordnung zu bringen. Ja, zum Beispiel Zombies verbrennen. Draußen rennen jetzt sehr viele rum. Ich muss mit meinem Vater sprechen. Ja, ich berichte gleich. Aber erstmal muss ich gucken, diese Truhe. Truhen in kürzlich besetzten Häusern von Leuten, die sich nicht für Schätze interessieren. Die sind ja immer ganz interessant. Hier liegen so Leichen rum. So, einige. Gut, erstatten wir mal Bericht bei Dame Clarique. Ein toller Name übrigens. Das heißt ja prinzipiell aber, dass ich jetzt die Boote mit den Zombies hier abhaupt fahren lassen, ne? Naja, was willst du machen? Man kann nicht alles haben. Also, wenn du das hier mal anguckst, es ist halt... Es regnet, es ist halt irgendwie so grün, okay, aber es ist halt trotzdem irgendwie neblig und... Wenn da hinten springt irgendwie so Zeug rum, ja, schön, aber... Ja, hier kannst du Horrorfilme drehen, ne? Aber so richtig lebensbejahend ist das nicht. Also ich weiß schon, warum ich hier durchgerannt bin. Das ganze Zombie-Zeug in die Lumbra. Da laden halt... Das Steinfälle ist da irgendwie lebensbejahend, aber es hat... Die Lava, die sieht ja noch was aus, ne? Das hier ist irgendwie so... Kein Wunder, dass die Bretonen so beruscht sind. Hallo, Dame Clarique. Grüße. Wir haben gerade beobachtet, wie Boote voller Blutdorn-Kultisten von den Docks abgefahren sind. Was ist dort unten geschehen? Ja, wir konnten das Ritual aufhalten, aber leider sind die Blutdorn entkommen. Tut uns leid. Ich hoffe, das war es wert.
Diese Blutdorn-Kultisten werden uns ohne Zweifel noch anderswo Scherereien machen. Es ist aber ein gewisser Trost, dass ihr das nekromantische Ritual aufhalten konntet. Wir kümmern uns um die verbleibenden Kultisten und ihre Zombies. Das sollte doch eigentlich gar nicht so schwierig sein, die Zombies hier loszuwerden. Ich meine, das ist sonst ja immer so schwierig mit Zombies, wenn das so viele sind. Aber das sind ja hier, die sind ja recht vereinzelt hier. Kann man die nicht nach einem nach dem anderen isolieren, schnell kaputt hacken und wieder weiter? Und haben die irgendwie geheiligtes Wasser oder so Zeug? Die gefallen solche Umgebungen? Ja, wenn es mal wirklich das Problem ist. Abschließend gibt es hier noch eine Folge, weiß ich nicht. Hast du was zu sagen? Einige der Blutdornen sind entkommen. Ich schicke einen Läufer, um Dolchsturz zu warnen. Zumindest habt ihr ihre Rituale beendet. Das nenne ich einen Sieg. Hoffentlich kann auch der Zauberer helfen, den ihr gerettet habt. In der Zwischenzeit müssen wir ein ganzes Dorf aufräumen. Ja, ja, ganz recht. Weil wenn man sich das wirklich unfassbar reinknien würde, könnte man aus diesen vielen kleinen Scheinen, die ihr so natürlich habt, das könnte man nur übel verzweigen, ne? Aber es wäre ein absolutes Mammutprojekt. Vor allem, wie viele tote Pfade es geben würde, die wahrscheinlich niemand sieht. Das war also Adlersbach. Eagles Brook heißt es im Englischen übrigens. Das war ein Ritual aufgehalten. Das sah da oben sie doch. So weit bin ich nie gekommen. Das Ding ist halt, der Ort hier ist aber einfach nur langweilig. So düster. Weißt du, das ist halt nicht irgendwie, das ist ja nicht so richtig Horror, ist ja nicht so ein Sumpf, das ist kein Innistrad. Das ist, in Magic the Gathering ist die Zombie-Dingsbums, Cthulhu, irgendwas, Horrorwelt heißt Innistrad. Und das, die ist halt wesentlich finsterer. Und das hier ist aber einfach nur. Ich weiß nicht, also so auf offenen Feldern habe ich halt irgendwie Schwierigkeiten, mich zu fürchten. Das regnet halt hier, okay. Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn die Bäume hier dichter dicht stehen würden, dass ich irgendwie dunkle, undurchdringliche Wälder wären, wo irgendwie grün leuchtende Augen rausgucken würden, okay, vielleicht. Aber so ist es hier halt einfach irgendwie. Was ist das hier für ein riesen offenes Feld ist? Ich meine, wo kommt denn das her? Ich meine, hier sind ein paar Bäume im Feld, okay, gut, aber zumindest die Pflanzen müssen die groß sein. Das sieht hier aus wie in Brandenburg. Aber nicht irgendwie wie in Transsilvanien oder sonst wo. Das heißt grüne Friede, Freude, Eierkuchen, Umgebung mit quietschbunten Texturen. Ja, quietschbunt ist hier nicht wirklich nicht viel. Aber es ist irgendwie. Es wirkt halt nicht so richtig düster. Es wirkt halt irgendwie so langweilig. Also wenn ich hier groß wirst, ich glaube, passiert nicht viel in der Jugend, wenn ich gerade Kultisten vorbeikommen, die Zombies beschwören. Was ist da vorne eigentlich? So eine Lampe. Ein Rucksack mit. Korund drin, er kann hier bleiben. Nun, das war doch auf jeden Fall für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, er ist oder nicht irgendwie dumm neben Quest machen. Ciao.